Name? Bond. James Bond. Moment mal, das klang aber gar nicht nach James Bond. Überhaupt nicht cool oder lässig oder müsste das nicht anders klingen? Name? Bond. James Bond. Genau so muss ich das anhören. Und wen haben wir da jetzt gehört? Ich bin Dietmar Wunder. Ich bin unter anderem die deutsche Stimme von Daniel Craig. Es gibt natürlich gute und schlechte Synchronisationen. In dem Augenblick, wo ich drüber nachdenke, der Text klingt komisch oder es ist sehr deutlich artikuliert. Das ist schon der Punkt, wo man sagen sollte, da ist die Synchronisation nicht so gelungen. Okay, aber warum schauen wir nicht gleich alles im Original? Wo hat das mit dem Synchron angefangen? Und kann Synchronisation vielleicht völkerverständigend sein? Die erste Synchronisation der Filmgeschichte gab es 1929 in Großbritannien. Wobei es keine Synchronisation war, wie wir sie heute kennen. Es war am Set des Films Blackmail, zu Deutsch Erpressung, vom Meister des Suspense Alfred Hitchcock persönlich. Ursprünglich hatte man begonnen, Blackmail als Stummfilm zu drehen, ohne Ton. Doch dann entschieden die Filmproduzenten, während der Dreharbeiten, aus dem Projekt den ersten britischen Tonfilm zu machen. Eine Sensation. Typisch Produzenten. Einige gedrehte Szenen blieben stumm, andere wurden mit Ton neu gedreht. Da die Hauptdarstellerin Annie Ondra aus Polen stammte und einen starken Akzent hatte, ließ man sie direkt am Set synchronisieren. Annie bewegte die Lippen und die englische Schauspielerin Joan Barry sprach die Sätze aus dem Off ein. Wenn man genau hinsieht, kann man das auch erkennen. I'm all right, thanks. I haven't seen you for a long time. Also um den Ablauf so ein bisschen zu erklären, also es ist für mich ganz wichtig, dass ich das minimalistisch nachspiele, was die Schauspieler mir vorspielen. Wenn Daniel Craig bei Bond sitzt, dann sitze ich auch da. Wenn er steht, dann stelle ich mich hin. Wenn er meinetwegen gestreckt oder angestreckt ist oder angestrengt ist, dann stelle ich mich auch so hin. Wenn ich gewürgt werde, würge ich mich auch so, dass ich im Grunde genommen minimalistisch herstelle, was der Schauspieler vorgibt. In den ersten Jahren des Tonfilms fehlten noch die technischen Möglichkeiten für eine Nachsynchronisation. Um aber trotzdem die ersten Tonfilme erfolgreich international zu vertreiben, wurden zum Beispiel in Deutschland mehrere Sprachversionen nacheinander und in der gleichen Kulisse gedreht, mit unterschiedlichen DarstellerInnen. 1932 war der Science-Fiction-Film FP1 antwortet nicht eine solche Produktion. In der deutschen Fassung spielte Hans Albers die Hauptrolle, in der englischen Konrad Veit und in der französischen Fassung Charles Boyer. Schließlich wurde es technisch möglich, Filme nachzuvertonen. Ein echter Gewinn, da ein lokales Publikum meist nur die eigene Sprache spricht. Mit Synchronfassungen von ausländischen Filmen kann man trotzdem an fremden Kulturgütern teilhaben und wird nicht aus dem Film gerissen. Eine fremde Kultur in einer dir vertrauten Sprache transportiert zu bekommen, das ist für mich ein wahnsinnig tolles Hilfsmittel, die Kultur und die Menschen dann besser zu verstehen. In der Geschichte des Synchrons gibt es viele ungewöhnliche Ausprägungen dieser Kunst. In Polen gibt es zum Beispiel im Fernsehen bei ausländischen Produktionen oft nur einen sogenannten Lektor, der in monotoner Stimme alle Rollen liest. Die Idee dahinter? Der Lektor soll die Schauspieler nicht ersetzen, sondern nur die Handlung vermitteln. Przed wyjściem panna Green życzy sobie ustanowić pewne reguły. Synchron kann sich auch zum Kult entwickeln, wie beim sogenannten Schnodderdeutsch. Dies wurde vom Schauspieler und Synchronsprecher Rainer Brandt in den 60er Jahren erfunden, weil er fand, dass viele Synchronfassungen den Slang aus Originalfassungen nicht adäquat übertragen. Brandt schrieb daraufhin sehr freie Synchronbücher, fügte eigene Karlauer hinzu und auch Dialekte. Berühmt wurde er als deutsche Synchronstimme von Bud Spencer. Überlassen wir ihn doch lieber den Geiern. Das geht nicht, dann werden die lieben Tierchen vergiftet. Ich bin nämlich Mitglied im Tierschutzverein. Synchronfassungen von bekannten Filmen laden auch zu spielerischem Umgang mit den Texten ein. In den letzten Jahren hat zum Beispiel das französische Schauspielerduo Julien Pestel und Marion Crevaux als Christel angefangen, ihre eigenen Nachsynchronisationen mit aktuellem Bezug auf Social Media zu veröffentlichen. Okay, bon. Comme c'est un virus qui attaque les poumons, je pense qu'il faut que tu piques direct dans les poumons, ici. Synchron ist also auch eine verrückte Form, sich große Filmkunst zu eigen zu machen. Synchron macht Filme und Serien für jeden zugänglich, führt, pathetisch gesprochen, Völker zusammen, ist manchmal Kult und manchmal auch Kunst. Wie bei Federico Fellini, der am Set seine Schauspielerinnen und Schauspieler gerne mal irgendwelche Wörter und Zahlen sprechen ließ und später alles neu nachvertonte. Aber das ist eine andere Folge. Spaghetti Carbonara, 1, 2, 3...